Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley hier bei Heisenberg zockt. Es regnet. Hallo Findus. Wir schauen jetzt nicht aufs Wetter, weil ich habe ja Dinge zu tun. Oh, ich bin froh, dass ich nicht gießen muss. Das ist perfekt. Jawohl. Hallo Heisi. Morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz ab. Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, wenn du teilnehmen willst. Du willst die jährliche Eiersuche sicher nicht verpassen, Bürgermeister Lewis. Und das ist das, warum ich gesagt habe, ich brauche dringend Geld für dieses Eierfest, denn da werde ich etwas kaufen, was mir am Anfang wirklich ein bisschen Geldsegen beschert. So, das kann ich wegtun, wegpacken, wegpacken, wegpacken. So, ich war ja auf der Suche nach Lehm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute endlich hinbekriege. Ich brauche ganz dringend Lehm für das Silo. Und würde das heute gerne machen. Denn Robin hat natürlich auch feste Zeiten, wann sie in ihrem Laden ist. Und wann nicht. Und es wäre natürlich super, wenn ich das jetzt heute irgendwie alles verbinden könnte miteinander. Aber das schaffe ich nur, wenn ich jetzt endlich dieses blöde Lehm finde. Das ist aber auch wirklich ein Problem mit dem Lehm. So. Dann schlagen wir hier, wie gesagt, noch mal ein bisschen rum. Dioden aufbrechen brauche ich jetzt nicht. Das ist halt dann einfach zu teuer, um da eventuell ein bisschen Lehm rauszukriegen. Das ist mir einfach auch ein bisschen zu viel Risiko. Weil ich halt nicht weiß, ob es tatsächlich dann da drin ist. Ja, so. Also, es wird langsam ziemlich stressig hier auf Panukelhof. Also muss ich langsam mal zweiteilen, damit er alles das schafft. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Warum gibt's? Ich brauche doch nur noch 4. Oh, come on. Ich will jetzt nicht in die blöde Mine deswegen. Um da einmal... Moment. Moment, Moment, Moment. Wir machen jetzt was. Ich wäre doch kein Profi, wenn ich jetzt nicht irgendwas machen würde. Passt mal auf. Ja, nervt mich auch. Mann. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wo sind die Steine? Das. Das. Das, 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 das. Das habe ich jetzt alles dabei. Ich weiß, es nervt, wenn ich jetzt ständig in die Mine laufe, aber... 4. 4-mal Lehm brauche ich noch. Please, please. Oh, jetzt kommen die immer diese Bücher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ja, niemand hat gesagt, dass es einfach wird, auf dem Weg ein toller Farmer zu sein. Frage mich, warum dieses Feuer hier anbleibt, wenn es hier regnet. Das frage ich mich tatsächlich. Aber ja, hier ticken die Uhren halt anders. So, Moment. Ich brauche aber dann auch eine Ebene, wo ich auch ein bisschen Chance habe, eben zu finden. Ja, und sonst so. Es geht bei euch so ab. Also ich suche Lehm und grab hier einfach alles random um. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Ich fasse es nicht. Ja. Hallo, Bobbel. Ich müsste eigentlich auf Ebene 19, ne? Ja. Aber da komme ich jetzt so schnell auch nicht hin. Oder irgendwo anders, wo ich einfach ein bisschen graben kann. So, wie unterhalte ich euch jetzt ein bisschen? Ich werde jetzt diese Grünalge essen und dann werde ich noch diesen Lauch essen, damit ich noch ein bisschen Energie bekomme. Ich bin frustriert, weil ich kein Lehm finde und es ist wirklich tatsächlich nur am Anfang, denn später hat man relativ viel davon im Inventar. So, Moment, ich probiere es jetzt hier. Zack, zack. Zack. 8. 8. Leute, 8. Jetzt habe ich keine Kohle, sonst könnte ich noch diese Bomben hier herstellen. Aber immerhin 8. Immerhin 8.
Nacht und mein Weckerklingelton wieder im Hintergrund. Das ist schön. Hier hinten kann man noch ein bisschen umgraben. Ja, das ist das, was es am Anfang halt immer ein bisschen mühsam macht. Aber dranbleiben, es lohnt sich, wenn man später das Silo hat. So, pass mal auf. Weg mit dir. Zack, zack. Komm, nur noch zwei. Bitte, ich bin jetzt gerade bei Robin oben. Bitte, komm, nur noch zwei. Wie war das mit den Ballerspielen? Jetzt habe ich schon wieder keine Energie. Ich möchte das hier nicht mehr spielen. Ich möchte das hier einfach nicht mehr spielen. Ich bin so traurig. Ich habe keine Energie. Ich habe gar nichts. Ich habe kein Leben. Ich bin ein Versager. Ich stehe gerade oben bei Robin, ja? Ich könnte ihr einfach schon mal die Axt geben. Ja, das ist schon mal eine Idee. Ich gebe ihr jetzt auf jeden Fall schon mal die Axt. Oh. Robin, hast du was zu essen für mich? Hi Maru. Hi Robin, guck mal. Hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe mir fast den Zeh mit der anderen abgeschlagen. Was? Danke dir. Ja, bitte. Und ich würde gerne ein Silo bauen, aber mir fehlen zwei Leben. Und wenn ich jetzt noch einmal irgendwo gegenschlage, schlafe ich ein. Also Robin ist bis 16 Uhr da. Aber kann ich heute sowieso alles vergessen. Eigentlich wollte ich zeigen, wie schön dieses Spiel ist. Und jetzt habe ich nur Struggle. Nur. Und morgen ist es Eierfest. Und ich brauche da eigentlich noch ein bisschen Geld für. Also müsste ich eigentlich noch ein bisschen angeln dafür. Ich habe aber keine Energie. Ich habe einfach nichts zu essen. Ich habe einfach gar nichts. Ich habe nichts. Ich bin der größte. Ich habe eine durchweichte Zeitung. Dankeschön. Die brauche ich jetzt auch nicht. Gunther, hier. Kriegst eine Axt. Da. Zack. Tschüss. Bin jetzt genervt. Ich will jetzt irgendjemandem diese Zeitung schenken. Einfach nur, um zu zeigen, wie genervt ich bin. Ach Mann, es hätte so schön werden können. Ich kann jetzt echt hier gar nichts machen, ne? Luis, ach, mit dir muss ich doch noch reden. Oh, Gott sei Dank. Oh, Heisi, du hast uns bei unserem Schleimproblem... Was? Was ist das für ein Schleimproblem? Nein. Ich hoffe, es war nicht so viel Arbeit für dich. Nein. Ich weiß, dass es ziemlich schwer sein kann, diesen klebrigen Schleim aus der Kleidung zu kriegen. Luis. Also, ich habe definitiv einige gute Paar Hosen beim Versuch, diese Winder zu fassen, ruiniert. Winder? Was ist Winder? Ich erinnere mich daran, wie Mutter einen Anfall bekommen hat, als ich himmelblauen Schleim an meinen brandneuen Leinenhosen kleben hatte. Das ist... Naja, egal. Viel Spaß mit der Belohnung. Ja, ich glaube, es ist besser. Egal. Hier, guck, was ich kann. Oh, Joja-Cola. Geh weg. Trinken. Trinken, trinken, trinken. Oh Gott. Zwei. Ich brauche nur zwei. 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 Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier gleich einen Rage Quit. Ich habe die Schnauze jetzt langsam voll. Jetzt fühle ich mich... Oh. Okay. So. Und jetzt wird er so nach Hause laufen. Also, ich habe wieder voll gefailt. Ich habe kein Lehm. Ich habe kein Silo gebaut. Ich habe Robin immerhin die Axt gebracht. Und jetzt trotte ich ganz gemütlich nach Hause, um mich schlafen zu legen. Es ist tatsächlich so, ich kann hier nichts beschleunigen. Es ist jetzt so. Weil das passiert, wenn man, ja, wenn man halt einfach die Energie komplett aufbraucht. Das passiert halt mit dem kleinen Heisi. Wenn ich jetzt noch zweimal schlage, fällt er in Ohnmacht. Und das wird teuer. Und dann mache ich einen Rage Quit. Oh, come on, Mann. Morgen ist Eierfest. Ich wollte das Silo bis dahin mal gehabt haben. Gehabt, gebaut, gehabt haben. Ist doch alles echt zum Kotzen hier.
So, ich verkaufe die, obwohl es kein Geld gibt. Ich verkaufe das. Ich verkaufe das ganze Leben jetzt. Ich verkaufe das jetzt einfach mal. Ich verkaufe das jetzt einfach mal. Denn ich brauche Geld für morgen. Oh. Ich krieg's echt an die Nerven. So, wir verkaufen das und einfach mal hier die Hanukkel. Denn ich brauche wirklich Geld für morgen. So, zack, das und das. Ja. Ich kann das hier tatsächlich wirklich nicht beschleunigen. Und es ist wunderbar zuzusehen, wie ich hier einfach faile. So. Kann ich hier noch irgendwas verkaufen? Ah, das brauche ich ja alles noch. Komm, wir machen mal das, wir machen mal das. Einfach nur, ich brauche Geld. Blödes Harz. Hier Harz kriege ich en masse, aber kein Lehm. Lehm. Kann ich noch irgendwelche Fischi mitnehmen? Das sind alles die, die ich für die Bündel brauche. Den nicht. Brauche ich keinen Hering? Echt nicht? Ich habe gedacht, ich brauche einen Hering. Oh, dann auch wieder Inventar voll. Leute, ich verkaufe die Sachen jetzt, lege mich ins Bett und mache dann aus. Ich habe jetzt echt... Oh. Ich habe die Nase voll. So, zack, zack. Das war's. Das, das, das. Ich trotte jetzt langsam in mein Bett. Lege mich schlafen. Findus. Es war ein trauriger Tag. I don't like Fridays. Tschüss, liebe Leute. Ich bin jetzt traurig und leg mich ins Bett. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.